nochmal, das waren Double Face Stricken oder Doppelstricken und jetzt möchte ich schön und sichtbar rund vernähen. Wenn wir beim doppelten Stricken vordere Maschen, also rechte Maschen zum Beispiel, vorne auf der ersten Nadel haben und da hinten die zweite Seite Maschen haben, die sind eigentlich von beiden Seiten rechts, aber wenn wir so haben, hier sehen wir die rechts und so von vorne sehen wir die als linke Maschen. So werden wir auch arbeiten und wenn wir uns sichtbar zusammen diese Teile vernähen möchten, dann wird es genauso funktionieren, wie unsichtbar vernähen zwei Teile in glatt rechts. Da benutze ich einen Spruch, meinen eigenen Spruch, der für alle Arten von Mustern, Strickmustern funktioniert. Einfach und kurz, Schritt für Schritt habe ich schon das erklärt in diesem Basisvideo. Wenn Sie das genau nochmal ansehen möchten, springen Sie bitte zu dem Video. Sonst mache ich etwas auf schnellere Weise jetzt hier. Beachten müssen. Wir müssen schauen, dass wir immer paarweise arbeiten. Zwei Maschen von vorne, zwei Maschen von hinten, hier rechte, hier linke und zwei Maschen so, die abgehoben werden nach zweimal arbeiten, dann die nächste zwei Maschen und in jede einzelne Masche wird zweimal eingestochen, einmal falsch und einmal richtig rum. So, vorne sind rechte Maschen, alle ersten Maschen, je eine von hier und von hier, werden zum ersten Mal gearbeitet und wenn beim ersten Mal arbeiten wird, dann bleiben sie erstmal auf der Nadel. Also vorne, mein Faden läuft von vorne, wenn ihr Faden läuft von hinten, dann nehmen sie einfach hier, stechen sie in die untere Maschen, ziehen sie durch, dann wird der Faden auch vorne. Rechte Maschen. Beim ersten Mal stricken. Mein Spruch abheben richtig, stricken falsch. Stricken falsch bedeutet, wenn ich eine rechte Masche von mir habe, dann stecke ich die Nadel wie zum Linksstricken. Und die Masche bleibt erstmal auf der Nadel. Jetzt gehe ich zu der anderen Seite, zweite Nadel. Das sind alles linke Maschen. Stricken falsch bedeutet, ich stecke die Nadel wie zum Rechtsstricken. Also von vorne, wie zum Rechtsstricken. Faden durchziehen, Masche bleibt auf der Nadel. So, das ist nur Anfang, der Anfang, bei dem die Maschen noch zum ersten Mal gearbeitet wurden. Ab hier wiederholen Sie bitte die Schritte. Beim zweiten Mal, wenn ich das zweite Mal in die Masche reinsteche, hebe ich die auch ab. Abheben immer richtig, rechte Masche wie zum Rechtsstricken, durchziehen und Masche abheben. Und ab hier machen wir gleich die zweite Masche daneben. Auch rechte Masche, nur stricken falsch, wie zum Linksstricken. Warten Sie, es ist noch unverständlich, warten Sie noch ein bisschen ab, bis Sie das Video gesehen haben, dann werden Sie alles verstehen und dann werden Sie sehen, dass es einfach ist. Jetzt zu der zweiten Nadel wieder zwei Maschen arbeiten, linke Maschen abheben richtig, wie zum Linksstricken und ab. Und die zweite linke stricken falsch, wie zum Rechtsstricken. So, und dieser Schritt wird immer wieder wiederholt. Fadenspannung hier über dem Finger richtig machen, damit es nicht zu lose wird und nicht zu eng. Vorne zwei rechte Maschen abheben richtig, wie zum Rechtsstricken und ab. Und die zweite stricken falsch, wie zum Linksstricken. Für zwei Maschen von hinten, zwei linke Maschen abheben richtig, wie zum Links. Und stricken falsch, wie zum Rechtsstricken. Das ist ein sehr einfaches Muster, weil auf beiden Nadeln sind die Maschen immer gleich, hier immer rechte, da hier immer linke. Man muss nicht viel aufpassen, wie bei anderen Mustern, wo linke, rechte Maschen immer wieder gewechselt werden, wie im Rippenmuster. Da ist etwas komplizierter, weil wir da richtig aufpassen müssen, was wir gerade mal vor uns haben. Hier ist immer einfach. Also wieder rechte Maschen
Abheben richtig, stricken falsch. Linke Seite, linke Maschen, abheben richtig, stricken falsch. So, wenn wir so vernähen, wird keine Naht zu sehen werden. Das können Sie auch bei kleinen Spielzeugen stricken, wenn Sie da abnähen, da Watte nachfüllen, dass es schön versteckt. Und die Naht wird nicht zu sehen. Wieder rechte Seite, richtig, falsch. Wie man sieht, es ist nichts Falsches am Ende rauskommt. Wieder abheben, richtig, stricken falsch. Und jetzt verkürze ich meinen Spruch, nur ich werde sagen nur richtig und falsch. Richtig, falsch. Andere Seite. Richtig, falsch. Haben Sie schon einen eigenen Spruch ausgedacht? Wunderschön, vielleicht ist er auch besser als meins. Okay, wieder. Immer abheben, richtig stricken, falsch. Richtig, falsch. Und da hinten, richtig und falsch. Und so machen Sie das bis Ende. Ich habe im anderen Video das bis Ende auch gezeigt. In jedem anderen haben Sie das nochmal nachzuschauen können. So, jetzt erstmal schauen Sie mal, wenn Sie die Fadenspannung immer wieder prüfen, da wird es genauso. Die Maschen bleiben dann gleichmäßig groß über die ganze Länge und über den Rand. Ist absolut rund und unsichtbar. Genauso unsichtbar, wenn Sie Ihr Doppelstrick mit dem italienischen runden Anschlag anfangen. Auch so rund und unsichtbar. Genauso wird es hier auch. Hier. Viel Spaß beim Stricken und Nähen. Wir sehen uns weiter in anderen Videos. Tschüss!